Servus Leute und weiter geht's mit Ghost of Tsushima. So, wir machen weiter mit der Quest Der Schatten des Samurai. Wir müssen eigentlich weitergehen. Wir könnten, also er sagt mir eigentlich unten im Fortschritt, sagt er mal, infiltriere die Burg Kaneda und rette deinen Onkel. Ist hier oben. Aber ich glaube, ich werde jetzt hier, gell? Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt schon geht. Ich glaube, ich werde hier unten erstmal weitermachen. Genau, der Schatten des Samurai. Und wir werden hier einmal teleportieren. Und dann machen wir aber gleich das Fragezeichen noch. Dann ist es auch weg. Genau. Das wäre jetzt die Schmiede. Wir gehen aber mal in die Richtung. Und genau, hier ist schon der Vogel. Mal schauen, was der uns sagt. Ein entdeckter Ort. Legendenmodus betreten. Ach du Scheiße, das mache ich jetzt mal nicht. Das ist irgendwas Neues mit dem Patch. Oh. Hilfe. Bin ich denn hier? Mein Gott. Der Schmiede von Komatsu. Irgendwas über den Baum wahrscheinlich. Fuchsbau, okay. Jetzt ist er ein komischer Weg gegangen. Und so, hier unten drin, ne? Na, okay. Streichen wir noch. Okay. Ich habe gedacht, ich kann mich hier abrollen. Das ist ein bisschen Scheiß. Das für Käse. Neuer Sattel verfügbar. Okay. Will ich einen neuen Sattel? Dann können wir uns ja mal angucken.
Hier ist der Fallensteller. Fürst Sakai. Mein Name ist Genho. Ich versuche, das Volk ein wenig aufzumuntern. Da geht es euch wie mir. Okay. Ich möchte alle an unsere Beschützer erinnern, die in Komoda fielen. Worte sind nicht genug. Die Clanbanner der Samurai sind mächtige Symbole jener, die ihr Leben für uns gaben. Sie stehen dafür, sich nie den Mongolen zu unterwerfen. Noch mehr Banner, mein Herr? Ich las gerade eine Schrift mit der Geschichte des Adachi-Clans. Dort stand, ihre ersten Fürsten galten als die großen Erbauer. Wisst ihr wieso? Sie erbauten den goldenen Tempel von Ariake und die Leuchttürme auf der Insel. Fürst Adachi half meinem Onkel sogar bei den Wehranlagen der Burg der Ahnen des Shimura-Clans. Sie konnten auch gut Bauwerke zerstören und halfen so, die Yarikawa-Rebellion zu beenden. Ich hatte keine Ahnung. Danke für die Lektion, mein Herr. Bitte nehmt dieses Zeichen meiner Dankbarkeit an. Lebt wohl. Wolkenloser Rausch. Dieser Sattel soll das Gefühl vermitteln, über einem klaren Himmel zu gleiten. Okay, wo sehe ich das? Also, das sind Accessoires, hä? Ja, hier. Okay. Das ist der wolkenlose Rausch. Sturm wird es auch mal. Mach rein. Ist ja scheißegal. Okay. So, da wäre auch noch eins. Unentdeckter Ort. Na komm, wir machen das gleich mit, wenn ich schon in der Nähe bin. Und dann machen wir das gleich mit, wenn es geht. Es wird irgendwo hier oben sein. Okay. Okay, haben wir es doch schon gefunden. Gefallene. Okay. Dann schauen wir mal, dass wir das schnell. Backen kriegen. Hey, was ist denn hier los? Come on.
Okay. Gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Wir müssen generell ein bisschen sammeln. Was will denn der Vogel jetzt schon wieder? Okay, hier ist nichts. Ist voll. Okay, scheint aber auch nichts zu sein jetzt. Da haben wir hier noch was. Oh, hier oben. Müssen wir das mal gucken. Ah, da glaube ich, können wir hier hinten auch hochgehen. Da ging er ein Weg weiter. Genau. Hier ging ein Weg weiter. Schrein am Schlangenberg. Dann schauen wir mal, ob wir hier was finden. Okay. Ich hoffe, dass der Weg richtig ist. Geh durch.
Nein, was mach ich denn? Eieiei. Müssen wir erstmal Lugi-Lugi machen. Oh, den müssen wir da rüber schwingen. Uiuiui. Okay, jetzt sind wir hier oben. Geht doch. Dann schauen wir mal, was wir hier jetzt bekommen. Den Schrein ehren. Da ist eine Pflanze. Und Vorräte. Das ist auch eine Pflanze. Talisman von Izanagi. Okay. Ein Kopfschusstreffer hat eine Chance von 40%, einen Pfeil zu erstatten. Alles klar. Ist doch schon mal was. Sehr schön, dann haben wir den auch abgeschlossen. Jetzt haben wir hier offen, was offen, da oben ist was offen. Also wir haben jetzt, können jetzt mehrere Sachen machen. Hier sind noch zwei Fragezeichen. Also ihr seht, Leute, wir haben ganz schön was zu tun hier eigentlich. Ich möchte eigentlich schon, wenn es geht, das Spiel auf 100% machen. Das heißt auch so Fragezeichen und sowas. Gut, Leute, wie es aber weitergeht, ich denke mal, dass wir eventuell mit dem Schatten des Samurai in der nächsten Folge weitermachen. Und genau. Fragezeichen haben wir. Genau, dann machen wir in der nächsten Folge mit den Schatten der Samurai weiter. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und wenn ihr fleißig kommentiert, fleißig Abos da lasst, Däumchen, wird alles gern gesehen. Gut, ansonsten würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Reingehauen. Euer Andi.